Okay. So, und damit sage ich Hallo zurück zu den besten bzw. populärsten Flash Games aller Zeiten. Ich spiele jetzt eine Runde Super Mario Bros. Crossover und wie man im Hintergrund schon erahnen kann, hier handelt es sich um Charakter, die vom, ja, die eben halt aus der 8-Bit-Zeit entnommen wurden. So, ich kann jetzt hier wählen zwischen Mario, Luigi, Link, Samus, Simon Belmont, hier Sophia die Dritte aus Blaster Master, Ryo Hayabusa aus Ninja Gaiden, Bill Reiser aus Contra, Bass aus Mega Man 10 oder Mega Man. Ich würde einfach mal sagen, ich nehme Samus. So, und ich kann hier verschiedene Designs anpassen aus sämtlichen Generationen. Und ich könnte aus Samus sogar Kid Icarus machen, aber das möchte ich nicht. Ich nehme sie mal ohne Rüstung. So. So, wird jetzt im Vollbild angezeigt. Ja, das ist ja auch gut. So. So, ich kann die Blöcke mit Samus nicht kaputt machen. Ah doch. Aber nicht, wenn ich gegenspringe. Und wer sich wirklich wundern sollte, ja, Samus ist wirklich eine Frau. Wer in den 80ern das nicht mitbekommen haben sollte oder in den 90ern. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht das erste Metroid gespoilert. So. Ah, verdammt. So. So. Und wir können uns auch einrollen, das wusste ich jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Oh, achso, ich bin übers Ziel. Verdammt. Dann schnell an die Fahne gesprungen. Damit wir ins Schloss dürfen. Jetzt einfach mal Simon Belmont. Und aus Simon Belmont können wir hier ihn aus River City Ransom nehmen. Oder eben halt als jemand anderes. Also, wir nehmen. Achso. Ah, wir können quasi alle Charakter hier aus den Castlevania Franchises und aus River City nehmen. Warum man hier River City reingepackt hat, weiß ich nicht, aber. Oh, welches Design nehme ich denn? Ah, komm, ich nehme jetzt mal hier das Dracula X Design. Mit Richter Belmont. Ja, und da peitschen wir die Goombas kaputt. Und ich finde es spannend, dass wir dann auch hier direkt den Sound haben aus dem Teil. Dass man das alles in ein Flash-Game implementiert hat. Also, hier waren fähige Leute am Werk. So. Ja, verdammt. Ja, da komme ich jetzt nicht hoch. So.
Ein Leben. Ah, verdammt. Da hat es uns erwischt. Goomba hat Wisha Belmont getötet. Deswegen nehmen wir jetzt hier... Das soll echt aus Symphony of... Das soll echt Trevor aus Symphony of the Night sein? Okay. So. Aufpassen. Ich sag nur aufpassen. So. Dann nehmen wir mal Ryo Hayabusa. Ja, wir nehmen den klassischen. Ich sagte, wir nehmen den klassischen. Das sollte dann einfacher sein. Sogar mit einem Schlag gehen die Goombas kaputt. Ja, so ein Katana ist halt ein bisschen stärker als eine Peitsche. So. Jede Menge Bonuspunkte. Aber kein Feuerwerk. So, ich bleib aber bei Ryo Hayabusa. Weil... der eigentlich gar nicht verkehrt ist. Ah, verdammt. Aber der geht bei einem Treffer schon down. Dann... nehmen wir einfach mal Mega Man. Ach, wir können dann... ach, wir können dann... guck mal, wir können dann hier sämtliche Robo Master nehmen aus Mega Man 1. Wir können hier sogar Proto Man und wir können sogar Dr. Light spielen. Aber nur die Charakter... also, ne, man kann hier nur Proto Man... verschiedene Protomans, verschiedene Roles kann man spielen. Okay. Ja, komm, nehmen wir mal ganz klassisch Mega Man. Ich will da hoch. Aber ich weiß nicht, wie viel Energie ich habe. Ich weiß nicht, wie oft ich getroffen werden darf. Auch schon im ersten Schloss. So, ich bleibe aber bei Mega Man, weil das war sonst ein viel zu kurzes Vergnügen. Und dann schauen wir mal, wie wir uns im ersten Bowser-Schloss schlagen. Oh, gerade hängt es ein bisschen. Ach verdammt. Das habe ich
das Power-Up, den Pilz, habe ich nicht mitgenommen. Ja. So, jetzt nehme ich ihn aber mit. Oh, jetzt haben wir hier sogar ein richtiges Power-Up. Ja, habe ich vernommen. Bin sehr gespannt. So. So, können wir jetzt Bowser kaputt schießen? Wer kennt ihn nicht? Robot Master Bowser. So, da geht er kaputt. Thank you, Mega Man, but Dr. Light is in another castle. So. Hm, wen hatte ich denn jetzt noch nicht? Ich will zumindest alle Charakter mal durchgehen. So. Also ich werde das hier garantiert jetzt nicht durchspielen. Aber... Oh. Okay, das ist definitiv nicht mein Charakter. So. Nehmen wir einfach mal... Ja. Hm. Ach, man kann hier sogar auch die Probotector-Variante nehmen. Das ist auch eine feine Sache. Aus diversen Contra- bzw. Probotector-Teilen. Ja, komm. Klassisch. So. So. Ach, ich darf die gar nicht treffen. Ja, macht Sinn. So. Ich glaube, dann habe ich jetzt eine andere Waffe? Nein. Ach, das war einfach hier, um den Screen zu clearen. So. So, was passiert, wenn ich die Blume nehme? Ach, dann habe ich den Spreader. Der, das ist ja eine feine Sache. Beste Waffe bei Contra, wie ich finde. Nein. So. So. Ja, so reicht jetzt auch. Müsste doch jetzt mal ein Unterwasser... Ich wollte gerade sagen, müsste doch jetzt hier voll das Unterwasserlevel kommen. So, dann nehme ich jetzt einfach mal... Ich nehme mal Link. So, welchen Link nehme ich? Warum kann ich bei Link dann auch Charakter aus Final Fantasy und Dragon Quest nehmen? Ich kann sogar Zelda nehmen. Ich kann sogar auch mit Schattenlink spielen. Beziehungsweise Darklink. Aber ich nehme jetzt erstmal hier den klassischen. Okay.
So, Link kann offenbar nicht schwimmen. Das macht aber nichts. Das ist jetzt tricky. Nein, nein! Ah, verdammt. Ah, dann nehme ich doch mal lieber Mario. Oder Toad. Oder Demon oder den Demon Prince. Warum? Ah, ich nehme den klassischen Mario. Der lässt sich tatsächlich hier an der Stage wohl am besten steuern. Mario kann schwimmen, Link kann offenbar nicht schwimmen. Das war dumm. Das war richtig dumm. Na gut, dann nehmen wir halt Luigi. Nehme ich den... Nein, ich spiele einfach mal mit Princess Toadstool aus Super Mario Bros. 2 bzw. Doki Doki Panic. Die kann wenigstens schwimmen. Ach, das ja, ich habe vergessen, sie gleitet so ein bisschen, wenn sie auf dem Boden aufkommt. Was bringt, wenn ich jetzt hier Charakter aus Blaster Master nehme? Bringt das irgendwas? Also die Idee war gut, nur ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich mit dem Gerät unter Wasser schwimmen kann. Ach, ich steuere das dann echt mit den Cursor-Tasten. Wie in. Da wird dann die Stage quasi zu einem Schmapp. Das ist ja auch geil. Ne, bleibe ich jetzt bei. So. Auch wenn ich jetzt hier ein paar Mal drauf gehe. So. Nein, nicht treffen, nicht treffen. Oh, oh, oh. Ach, komm schon. Ja gut, nehmen wir wieder einen von den Mario-Brüdern. Nein, ich nehme jetzt einfach mal Toad. Aber immer wenn das Spiel startet, hängt es ein bisschen. Also das liegt jetzt nicht an meiner Hardware oder so. So, der Fehler passiert mir nicht noch einmal. Oh, das gibt's doch nicht. Wie kann man so bescheuert sein, kurz vorm Ziel? So. Ich habe eh nur noch 3 Leben. Also, wenn ich Game Over gehe, dann gehe ich Game Over. Dann wird hier auch nicht mehr weitergespielt. Beweg dich! Oh, endlich am Ziel. Mein Gott, das Level hat jetzt aufgehalten. Oh.
Naja. Ja. Aber eigentlich habe ich ja jetzt alles gezeigt, weil ich fände es ein bisschen witzlos, wenn ich jetzt hier Super Mario Bros. Durchspiele. Ja. Ja, komm, einmal noch mit Base oder. Wen kann ich denn hier noch nehmen? Hier kann ich auch Dr. Wily nehmen. Das finde ich. Ich will einmal noch mit Dr. Wily spielen. Dr. Wily hat echt eine Knarre. Aber seine Knarre ist jetzt nicht die stärkste gegen die fliegenden Fische. Boah. So. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da echt nicht. Ah doch. So. Aber der bleibt jedes Mal stehen, wenn er feuern muss. Das ist interessant. Ja. Da haben wir mit Dr. Wily mal ein Level gemacht. Ja, nee, also noch ein Bowser-Schloss mache ich jetzt nicht. Das war Super Mario Bros. Crossover. Eine sehr geniale Erfindung und auch hier finde ich, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie das so ist mit den Rechten und den Lizenzen, dennoch eine großartige Idee und jeder, der mit einem NES aufgewachsen ist, der wird hier auf jeden Fall seine Freude dran haben.